Hallo, liebe Schüler, wie machen wir uns jetzt mit dem zweiten Rahmenkopf hier, der Querstrebe, es leichter? Wir könnten jetzt wieder ein Rechteck aufzeichnen und so weiter. Es geht ja ganz leicht. Wir nehmen das Rechteckwerkzeug, stellen uns hier vielleicht auf dieses Stück, zeichnen hier eine rechteckige Fläche drauf. Man sieht diese Fläche jetzt nur so leicht gräulich hier. Und dann nehmen wir das Drücken und Ziehen Werkzeug und ziehen uns das hier genau auf diese Höhe von 30 und so weiter. Dann schauen wir das Ganze von unten an, so wie in dem Video letztes Mal. Nur, wir können es auch anders machen. Und wie, das zeige ich dir jetzt. Ganz einfach, wir werden uns eine Kopie von diesem Kopfstück machen und mal nach oben schieben. Also wir gehen da näher ran. Wir wählen das Stück aus, also dass es blau leuchtet, das ist ja gruppiert. Dann nehmen wir das Bewegen-Werkzeug und dann fassen wir hier unten an der Ecke an, klicken da einmal drauf, sagen STRG-Taste drücken und gedrückt halten und wir schieben da jetzt einfach diese Kopie nach oben. Genau drauf. So. Da ist die Kopie. Damit wir besser sehen, was wir machen, werde ich jetzt andere Dinge ausblenden. Wie ihr seht, habe ich jetzt den unteren Rahmen angeklickt und einfach ausgeblendet. Ich mache es nochmal rückgängig. Da war er. Und dann habe ich die Elemente einzeln angeklickt und bin auf Ausblenden gegangen. Ist wieder rückgängig, so dass es wieder verschwindet. Und jetzt werden wir diese Elemente hier auch ausblenden. Rechte Maustaste ausblenden. So. Und jetzt brauchen wir ja eigentlich nur unser Loch hier, was wir hier haben. Ich will mal hier kurz dieses Stück auch noch ausblenden. Dann sehen wir ja, wir müssten dieses Element hier einfach nach rechts verschieben und einblenden. Und das machen wir ganz einfach. Da wir alles gruppiert haben, kann uns auch nichts passieren. Also wir nehmen die ganz normale Maustaste, klicken jetzt auf das Objekt zweimal drauf, so dass wir in der Gruppe sind. Du siehst das an dem durchsichtigen Rahmen. Und jetzt zoome ich dahin und ich nehme einfach den Mauszeiger und ziehe einen Rahmen und aktiviere damit genau diese Ausnehmung und die schiebe ich jetzt hier rüber. Jetzt nehme ich das Bewegen-Werkzeug. Fass hier oben an der Ecke an und schiebe diese Ecke einfach rüber. Kannst auch hier schieben, ist völlig egal. Gebe aber ein nur 20 und Enter und dann rückt das genau hier auf die richtige Stelle. Ja, wir sehen das. Dasselbe machst du mit der anderen Seite also. Ich werde jetzt mal dieses Stück hier markieren, damit du das siehst. Ich werde das mal einfärben. In Gelb. So, da haben wir unser Stück, was wir hier haben. Das mache ich violett. So, und wir wollen das jetzt hier rüber schieben. Also, ich klicke zweimal auf das Stück drauf, wenn so, dass die durchsichtigen Linien sichtbar sind. Und wir wissen, wir sind jetzt in der Gruppe und können das Ganze hier bearbeiten. Jetzt nehme ich den Mauspfeil, einfach hier einen Rahmen drumherum ziehen. Dann ist das alles ausgewählt. Dann das Bewegen-Werkzeug und in der Ecke anfassen und einfach rüberziehen. 20 mm und fertig. Und so haben wir das Stück auch ganz leicht hergestellt. Wie gesagt, du kannst es auch mit dem anderen Weg machen.
SketchUp bietet immer mehrere Möglichkeiten. Das zeichnet ein gutes Programm aus. Du solltest nicht vergessen, nachdem du in einer Gruppe gearbeitet hast, auch immer wieder die Gruppe zu verlassen, indem du irgendwo anders hinklickst, damit alles wieder so ist wie vorher. Und jetzt werden wir alles wieder einblenden, was wir vorher hatten. Wir gehen auf Einblenden, alle, und jetzt sind wieder alle Stücke da. Wenn du nämlich in einer Gruppe bist, dann weiß SketchUp nicht, was es einblenden soll. Deswegen, du musst immer wieder aus den Gruppen rausgehen. So, ich habe jetzt mal alles ein bisschen eingefärbt, damit es nicht so langweilig ist hier. Und du siehst also, unsere Stücke sind fertig soweit. Und wir werden jetzt noch zum Schluss einfach diesen einen Rahmen mit Querleisten hier oben und hier unten ausfüllen. Das machen wir im nächsten Video.